Stell dir vor, eine Flutwelle nimmt dir deine Heimat und nicht nur das, sondern auch die Häuser deiner Verwandtschaft, die Schule und der Kindergarten, wo deine Kinder hingehen und ebenso die Arbeitsstelle deines Partners. Die Flutkatastrophe und ihre Folgen sind auch jetzt nach über 2,5 Jahren tagtäglich Thema bei Familie Mindermann. Heute treffen wir Martina und dürfen ihr bei den anhaltenden Arbeiten durch eine Wunscherfüllung unter die Arme greifen. Ihr seht, wir haben ein altes Haus gekauft, ne? Von 1929. Wir haben uns über diesen Hof hier eigentlich am Anfang gar keine Gedanken gemacht. Also wir haben nach der Flut gedacht, ach, wir entsorgen hier Schlamm und Schutt und was hier alles so lag, ne? Diese ganze Masse. Und dann haben wir gedacht, dann sind wir soweit schnell wieder fertig. So war der erste Gedanke. Und jetzt muss man allerdings sagen, ist dieser Hof tatsächlich nach 2 Jahren, hat er sich stellenweise gesenkt. Und wenn es dann viel regnet, steht da Wasser. Da das aber ja alles älter ist, ist dann spannend, was man da entdeckt. Jetzt tauchte da eine alte Grube auf. Da wussten wir erst nicht, ist das ein Brunnen oder eine Grube. Deswegen kann man hier nicht einfach so drauf losbaggern, sondern wir schaufeln jetzt erstmal mit der Hand, um zu gucken, was hier alles so verborgen ist, ne? Genau. Wir sind hier der höchste Punkt in Walpochtsheim. Also wir liegen genau 7 Meter über der A. Naja, die Entfernung schätzt man mindestens 500 Meter. Ja. Und in dieser Nacht, also wir sind abends noch nach Dernau gefahren. Meine Mutter wohnt in Dernau. Also wir wussten, wenn Hochwasser kommt, dann müssen wir ihren Keller auf jeden Fall hochwassersicher machen. Und das haben wir auch gemacht an dem Abend. Und dann sind wir hier hingefahren, hatten ein total gutes Gefühl, weil wir gedacht haben, die ist jetzt in guten Händen, da kann nichts mehr passieren. Also wir haben die Pegelstände natürlich zur Kenntnis genommen. Ich habe selber Geografie studiert. Aber was ein Pegelstand von 4, 5, 6 Meter bedeuten sollte, hat wirklich die Vorstellungskraft total übertroffen. Ne? Eine halbe Stunde später rief sie an, sie sagt, du kannst es nicht glauben, der Keller ist 3 Meter vollgelaufen in einer halben Stunde. Ja, und der nächste Anruf war, es kommt eine Welle in die Haustür rein, das schrie sie ins Handy. Dann habe ich gedacht, die hat sie nicht mehr alle. Ich habe wirklich gedacht, die spinnt. Und dann habe ich nur zurückgeschrien, dann verlass das Haus. Ne? Ihr Lebensgefährte oder Mann war noch dabei. Und dann sind sie auch aus dem Haus raus, standen aber dann schon bis zum Hals im Prinzip eigentlich im Wasser. Das haben wir aber nicht mehr mitbekommen, dann riss ja der Kontakt auch ab. Ne? Naja, und bei uns war es dann so, unser kleiner Sohn hatte am nächsten Tag Geburtstag, der wurde 4. Und ich war drinnen am Dekorieren, habe die Luftballons aufgehangen. Auf einmal habe ich zu meinem Mann gesagt, hier läuft die Kreuzung voll Wasser. Ne? Und dann hat der gesagt, jetzt spinnst du auch. Ne? Hier vorne, und, ne? Hier vorne, ja. Ne? Und dann ist er gucken gegangen und tatsächlich kam dann da sozusagen über die Hauptstraße Wasser gelaufen. Dann habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir reagieren. Du fährst die Autos in die Weinberge und ich gucke, ob im Keller noch was zu retten ist. Das hat man ja gemacht einfach. Ne? Dann war hier vorne der ganze Parkplatz voll Autos, weil die Walpochtsheimer haben hier ihre Autos ins Trockene gestellt. Ja, und dann ging das wirklich, das stieg ja im Minutentakt an und dann war irgendwie klar, entweder muss man hoch oder man muss raus. Und dann sind wir auch in die Weinberge, wo die Autos dann standen. Das war schon irgendwie eine besondere Nacht. Ne? Die Kinder waren natürlich total durch den Wind, total aufgeregt. Man erreichte ja keinen mehr. Es war stockdunkel und man roch die ganze Zeit dieses Heizöl. Ne? Mich hat nachts noch ein Kollege angerufen, bist du sicher? Ich sage, total sicher, hier passiert nichts. Ich sage, wenn wir hier Hochwasser abbekommen, ist ganz Walpochtsheim abgesoffen. Ne? So war es danach. Ne? Was dann auch. Und am nächsten Tag war ja hier diese ganze Kreuzung voll Unrat, Autos, Bauteile, Trümmerteile. Also wir kamen nicht mehr auf die andere Straßenseite. Ja, und dann rollten natürlich Wipperfürth und die Bauern an und begannen die Leute hier zu befreien. Ne? Und was war mit deiner Mutter dann in Dernau? Die haben wir natürlich erstmal nicht erreicht, also eigentlich auch den ganzen nächsten Tag nicht, ne? Weil da ja kein Handynetz war. Und wir sind dann erst am nächsten Tag über den Berg zu ihr. Ne? Und dann hat man halt gehofft, die Familie überhaupt wiederzusehen. Ne? Da war der Rest eigentlich egal. Also das war so, das hat mich ziemlich lange getragen, dass ich immer gedacht habe, der Rest ist materiell. Das wird irgendwie zu schaffen sein, aber Hauptsache alle da. Ne? Die Flut ist tagtäglich Thema in unserer Familie. Ne? Also mal schreibt mein Bruder, jetzt habe ich das Badezimmer noch rausreißen müssen, jetzt ist noch ein Balken gefault, dann schreibt meine Mutter, wir warten auf den Bauantrag. Also es wird oft gesagt, es ist alles wieder gut, aber das ist auch für Kinder tagtäglich präsent. Ne? Ich bin an der Schule tätig.
Dann war nach dieser Nacht, die Schule von meinem Sohn war zerstört, meine eigene Schule war zerstört, der Kindergarten war zerstört und die Arbeitsstelle von meinem Mann ist hier in Waldbürzheim, die war dann auch zerstört. Und dann hat man schon gedacht, was ist denn jetzt nach 6 Wochen eigentlich? Ne? Also das war irgendwie, da wird einem der Boden erstmal weggerissen, ne? Weil nichts mehr ist, wie es war. Ne? Also jetzt wird das hier eben neu gemacht, weil wir ja hier einen Wunsch jetzt erfüllen. Den überreiche ich dir jetzt. Das ist jetzt unser Gutschein, dass das neu gepflastert wird. Ne? Genau. Und da, wenn dann die Rechnung da ist, dann sofort schicken und wir überweisen dann. Und das ist dann... Dankeschön. Und das ist eben alles mit den Spendengeldern möglich. Ne? Ja, das ist total lieb. Uns fällt das total schwer. Wir haben keine Helfer im Prinzip in Anspruch genommen, weil wir immer denken, dass... muss man selber stemmen. Ja, wir haben immer gedacht, andere hat es schlimmer erwischt und wir kriegen das schon hin. Irgendwann ist es tatsächlich so, dann wird es anstrengend. Ne? Aber Thema ist, wir sind da. Auch die Helfer sind noch da bis zum 30.06. Also auf jeden Fall melden. Und mit uns macht das auch Spaß. Also ja. Ich habe das immer verfolgt auf Facebook und habe gedacht, wow, die Dachzelt normal, das ist ja Wahnsinn, was sie alles machen und so. Habe das immer bewundert.